Hallo und herzlich willkommen zu Dayas Kitchen. Ja, Leute, danke schön. Herzlich willkommen zu dieser Show heute. Heute kochen wir eine italienische Suppe gemeinsam. Und das ganz, ganz einfach. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach eine italienische Suppe zu Hause zubereiten könnt. Mit allen Zutaten und das in weniger als 120 Sekunden. Viel Spaß bei der heutigen Show. Wir schwenken mal kurz um die Kamera und ich zeige euch unsere Lebensmittel. Also wir haben hier heute eine Little Lunch, Little Italy Suppe. Und diese ist ganz, ganz einfach zuzubereiten. Ihr macht den Deckel auf, nehmt sie, steckt sie einfach in die Mikrowelle, macht sie wieder zu und drückt auf ein paar Minuten, um sie zu erhitzen. Und so einfach ist das Ganze. Nach ein paar Sekunden könnt ihr sie schon wieder rausnehmen, einmal umrühren und essen. Ja, und so einfach zaubert ihr zu Hause eine italienische Suppe für euch. Ganz einfach in weniger als 120 Sekunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei Dayas Kitchen heute. Und wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Jo Leute, das war natürlich nur ein Spaß. Es soll natürlich nicht um eine Suppe von Little Lunch gehen heute. Sondern es geht eigentlich in Wirklichkeit darum, wie könnt ihr easy eine Food Prep machen, wieder normale Klamotten an, und das in auch geringer Zeit, ohne viel Aufwand. Und es muss natürlich etwas sein, was ihr dann kalt essen könnt, was ihr auch mal wieder aufwärmen könnt und was jederzeit gut schmeckt. Meine Variante wird diesmal vegetarisch sein. Ihr könnt es aber auch genauso gut mit Fleisch machen, wenn ihr es möchtet. Oder mit eigenen Zutaten. Ihr könnt die ein oder anderen Sachen mit Sicherheit ersetzen. Aber das ist jetzt meine Variante. Und wir legen gerade direkt los mit den Zutaten. Okay, kommen wir als erstes zu den Zutaten. Wir haben 3 Eier für ein bisschen Protein. Und später, dass der Reis ein bisschen besser zusammenklebt. Das Ganze schmeckt einfach ein bisschen besser. Wir haben Erbsen und Möhren. Da haben wir nochmal Proteine, ein bisschen Gemüse. Ein Reis, der ist jetzt schon fertig, der ist mit Linsen zusammen. Linsen sind auch nochmal eine Proteinquelle, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und wir haben Like Chicken, deswegen ist es vegetarisch. Ihr könnt natürlich auch normales Chicken nehmen, das ist jetzt aus Soja. Aber ich bereite zu Hause sehr selten oder fast gar kein Fleisch mehr zu seit meiner veganen Phase. Und hier haben wir Zwiebeln, Lauch und Knoblauch. Und das alles ist sozusagen auch schon das fertige Gericht. Aber als allererstes müssen wir das Chicken natürlich anbraten. Jetzt braten wir einfach an mit ein bisschen Olivenöl für ein paar Fette. Achtet dabei drauf, dass das Fett auf jeden Fall nicht zu sehr erhitzt, weil das ist ja kontraproduktiv. Wir wollen nicht, dass sich Transfette bilden. Und das passiert halt, wenn ihr das Fett zu sehr erhitzt. Und bratet das Ganze einfach an. Ich würze das Ganze gerne noch natürlich so ein bisschen. Und so mache ich das einfach ganz easy. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Ich verwende sehr wenig Salz, weil ich immer der Meinung bin, dass wir schon genug Salz durch Wasser zum Beispiel aufnehmen. Und was ich noch super gerne mag, ist halt Paprika, rosenscharf. Haben wir noch ein bisschen drüber. Und das war's eigentlich auch schon. Dann braten wir das Ganze erstmal ganz entspannt an. Und wir gehen schon mal weiter zu dem Reis. Ganz wichtig ist natürlich, ihr braucht dazu eine zweite Pfanne. Und da ihr eine Food Prep macht für mehrere Tage, achtet darauf, dass die Pfanne groß genug ist. Und hier erhitzen wir es auch nur leicht. Wir stellen es nur auf 5 und packen ein bisschen Olivenöl rein. Und dann unsere Zwiebeln, Knoblauch und Lauch mit dazu. Zwischendurch natürlich das Chicken hier nicht vernachlässigen. Immer zwischendurch mal umrühren. Ja, wenn das Ganze hier so ein bisschen geschmort hat und so gut wie fertig ist, dann ist ganz, ganz einfach. Wir schmeißen einfach nur noch
den Reis mit dazu und braten den mit an. Wenn ihr jetzt mehr Zutaten braucht, also mehr essen wollt über mehrere Tage, nehmt ihr einfach mehr Reis, mehr Zwiebeln, mehr Chicken, kleines Löchlein rein. Dreht das Ganze minimal ein bisschen runter und haut die Eier dazu. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt drei Eier nehmen. Wenn ihr weniger Reis habt, dann braucht ihr nicht so viele Eier. Ich nehme jetzt auch nur zwei, weil es doch ein bisschen weniger Reis, als ich eigentlich gedacht habe. Und rührt das jetzt einfach unter das Ganze. Dadurch wird es so ein bisschen zusammengepappt. Und das Ganze ist einfach ein bisschen, ja, mehr Protein dazu. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann sind wir auch schon beim Gemüse angekommen. Sobald das Ei sozusagen alles weiß ist und mit angebraten ist, haut ihr einfach das Gemüse mit dabei. Die sind ja aus der Dose und deswegen sozusagen auch schon fertig, ne? Also da müsst ihr gar nicht mehr viel machen. Haut ihr einfach mit rein. Damit das Chicken auch noch schön nice bleibt, schön knusprig, habt ihr das Chicken mit dabei. Wenn ihr echtes Fleisch habt, auch kein Problem. Nehmt ihr das, rührt das Ganze unter und dann ist es sozusagen auch schon fertig. Ja, und ihr habt gesehen, es ist gar nicht so kompliziert, einfach easy. Ich habe natürlich jetzt nicht nur die billigsten Lebensmittel verwendet, ich habe aber auch nicht die teuersten Lebensmittel verwendet. Und theoretisch habt ihr jetzt alles drin. Ihr habt Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, bisschen Gemüse und ihr könnt da frei variieren. Also theoretisch könnt ihr gar nicht viel falsch machen. Was ich dann gerne noch ein bisschen drüber tue, ist so ein bisschen Sriracha Hot Chili Soße. Hey, ich liebe diese Soße, richtig krass. Kann ich euch nur empfehlen, also für die, die scharf mögen. Ja, und das mache ich ein bisschen drüber und dann ist das Ganze fertig. Ihr könnt es ja gerne einfach mal nachmachen. Ihr könnt auch eigentlich eigene Lebensmittel verwenden. Was ich euch nur wirklich zeigen wollte, ist, dass es nicht schwer ist, ein Essen vorzubereiten, was man ein paar Tage lang essen kann. Wenn ihr die Portion jetzt größer macht, könnt ihr davon easy 2 bis 3 Tage essen und habt die Makros, Mikros, alles schon getrackt. Und wisst genau, was ihr halt esst. Das heißt, ihr müsst dann auch nicht mehr täglich hingehen, das Essen abwiegen, sondern einfach die Sachen einmal abwiegen und dann ist das Ganze gegessen. Und so einfach könnt ihr einfach Zeit sparen, Nerven sparen und halt vor allem, wenn ihr Hunger habt, direkt essen. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen weitergeholfen. Abonniert diesen Kanal, ich freue mich über jeden Einzelnen, der kommt. Im Moment gehen und kommen immer mal wieder, das ist so ein bisschen komisch. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ich habe abonniert, damit ich dich herzlich willkommen heißen kann in der Community. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn ihr Rezepte habt, die ihr gerade mal in der Quarantänezeit hier irgendwie ausprobiert habt, teilt sie gerne auch mal mit mir. Ich bin immer offen für neue Ideen, allerdings bin ich wirklich Minimalist, was Essen angeht. Ich bin eher so der Typ, das Essen muss halt funktionieren, einigermaßen okay schmecken, aber ich mache da keine große Wissenschaft draus. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video, bleibt gesund, macht's gut, ciao.